nervös forschenden Blicken spähten wir in den Schlund der Höhle, während diese heisere, mir bekannte Stimme immer wieder meinen Namen aus der Dunkelheit rief. Die heutige Nacht erfüllte den Wald mit Schweigen. Hätten die Grillen so laut gezirpt, wie sie es immer machten, hätte ich diese Stimme wahrscheinlich nicht wahrgenommen. Doch genau an diesem Tag schienen diese kleinen Tierchen aus irgendeinem Grund eine Pause eingelegt zu haben. Im Wald herrschte eine Totenstille. Nur das Geräusch unserer heftigen Atemstöße und die nervenzermürbenden Hilfeschreie durchbrachen die Stille. Wir sollten da nicht runtergehen, sagte Eric. Das ist zu gefährlich. Aber jemand könnte unsere Hilfe brauchen. Wir müssen nachsehen. Bitte, lass uns verschwinden. Hastig griff Eric nach meinem Arm. Ich schüttelte ihn von mir ab und betrat mit einer Taschenlampe als Lichtquelle die Höhle. Eric blieb direkt hinter mir. Dort war es pechschwarz. Selbst mit einer Taschenlampe konnten wir nur wenige Meter weit sehen. Die Stimme war nun lauter als vorher. Wir kamen näher. Alter, lass uns zurückgehen. Das ist unheimlich, bettelte Eric. Auf keinen Fall würde ich jetzt zurückgehen. Ich musste herausfinden, wer oder was meinen Namen rief. Ich musste nicht mehr sonderlich weit gehen, um eine Antwort zu erhalten. Als wir um eine Ecke bogen, erhaschte das Licht meiner Taschenlampe die Quelle der Stimme. Ein faltig aussehender Mann krümmte sich schmerzerfüllt am Boden. Sein Körper schien sich in irgendeiner Flüssigkeit aufzulösen. Doch konnte ich sein Gesicht erkennen. Es war Erics Gesicht. Eine schroffe, heisere Stimme erklang hinter meinem Rücken, wo ich vor wenigen Augenblicken noch Eric vermutet hatte. Ich hab dich davor gewarnt, die Höhle zu betreten.